Hallo, Thema heute sind Panzerverkäufe nach Helgoland. Aber da die Chefin in Frankreich zur Weinprobe ist, können wir eigentlich auch was anderes machen. Spitzenidee, Grufti, dann lass mal so richtig über die Merkel ablästern. Die mag auch dicke nicht. Korrekt, mich hat sie gestern mit einer Tiefkühlgemüsepfanne bedroht und jetzt entschuldigt mich, ich habe noch ein Negerkuss-Wettessen. Mir hat sie im Schlaf die Rübe rasiert. Sag mir ehrlich, bin ich auch betroffen? Ja. Nieder mit der Tyrannin. Wenn diese alte Hexe hier jemals wieder auftaucht, werde ich sie eigenhändig kehren oder federn und so. Oh Schreck, da ist die Angelika ja schon wieder. Los, schnell, versteckt euch, Leute. Ich hab nichts gemacht. Sag mal, was hast du gerade gesagt? Ich, gar nichts. Ich bin auch gerade erst mit der Bahn angekommen. Du Lutscher, hast du Bock auf einen Satz dritte Zähne oder was? Nein. Wir alle sind sehr erquickt, dass ihr zurück seid, Hochwohlgeborenheit. Ja, Weinprobe in Frankreich war nichts für mich. Ich wein ja nie, bin für sowas nicht sensibel genug. Verzisch dich, du Teewurst. Ja, ich geh dann schon mal zur Armenküche. Na, bring mal eine Pommes mit. Angelika ist der Beste, er ist die stärkste Frau der Welt. Ja, ihr Knallchargen. Ich kann man ja nur besoffen ertragen. Zum Glück habe ich mir 30 Kisten Chateau de Plomb mitgebracht. Prösterchen, und alle, die heute keinen Alkohol dabei haben, treffen sich gleich zum Gurkenwasserfettsaufen im Geräteschuppen. Wir sind eins. ARD.